Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihr Ortsbürgermeister informiert. Heute will ich Sie wieder über verschiedene Themen in unserer Gemeinde Flörsheim-Dalsheim informieren. Zum einen über die Ratssitzung, die am 30.08. stattfand. Da hatten wir wieder einige Themen zu besprechen. Ein wichtiges Thema war zum Beispiel der Brunnen auf unserem Wedenplatz. Vielen von Ihnen ist bestimmt aufgefallen, dass in dem Brunnen seit einiger Zeit kein Wasser ist. Das hat natürlich auch einen Grund. Ja, der Brunnen ist leider undicht. Man hat schon viele Versuche unternommen, den Brunnen wieder dicht zu bekommen, der ja in den Jahren 2007 und 2008 mit dem Neubau des Wedenplatzes gestaltet wurde. Und leider war keine Maßnahme von dauerhaftem Erfolg gekrönt, sodass wir jetzt wieder dran müssen an unseren Brunnen. Wir haben einen Steinmetzbetrieb beauftragt, der auch schon in unserer Gemeinde gearbeitet hat und mit dem wir auch sehr zufrieden sind, den Brunnen von innen neu abzudichten. Großes Thema sind die Fugen, die leider aktuell sehr undicht sind. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Maßnahme unseren Brunnen auf dem Wedenplatz wieder dicht bekommen und zum anderen ihn auch reinigen werden. Nämlich der Steinmetzbetrieb wird genauso den Sandstein um den Brunnen rundherum sauber machen, wieder ansehnlich in einen ansehnlichen Zustand versetzen, sodass dieser Brunnen, der ja das Schmuckstück des Wedenplatzes ist, und war auch wieder wert in Zukunft sein soll. Daher in den nächsten Monaten oder Wochen werden da umfangreiche Arbeiten verrichtet und ich hoffe, dass wir dann gegen Herbst das ganze Thema wieder schön ansehen können, dass der Brunnen wieder mit Wasser gefüllt ist und auch das Wasser drin bleibt im Brunnen und nicht austritt. Das war eines der Themen der Ratssitzung am 30.08. Und heute hatten wir hier im Bürgerhaus, Sie sehen es vielleicht hinter mir, wir haben hier Moderationswände stehen, wir hatten heute die Auftaktveranstaltung für unsere Dorfmoderation. Dorfmoderation, was heißt es? Sie als Bürgerinnen und Bürger sind gefragt, sich einzubringen. Es waren heute Abend 40 Bürgerinnen und Bürger da. Eine stattliche Anzahl, wie ich finde, für eine Gemeinde wie Flörsheim-Dalsheim, die ja auch schon etwas größer ist. Und daher freue ich mich umso mehr, dass heute sehr, sehr viele Ideen auf den Tisch kamen. Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Was ist verbesserungswürdig? Dem wollen wir uns widmen in den nächsten Monaten. Wir wollen mit der Dorfmoderation Sie als Bürgerinnen einbinden und am Ende ein neues Dorferneuerungskonzept auf dem Tisch liegen haben. Was ist das überhaupt? Warum braucht man sowas? Das Dorferneuerungskonzept ist der Fahrplan für die nächsten 15 Jahre für eine Ortsgemeinde, für Flörsheim-Dalsheim. Und was in diesem Dorferneuerungskonzept drinsteht, wird auch mit Fördergeldern bedient, vom Land zum Beispiel. Daher ist es umso mehr wichtig, ein aktuelles Dorferneuerungskonzept zu haben. Und das wollen wir gemeinsam mit Ihnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern ausarbeiten. Da sollen Projekte drin sein, die die Ortsgemeinde betreffen, bauliche Projekte, aber auch wirklich andere Sachen, angefangen von Ideen, wie sie heute auf den Tisch kamen, dass man sagen kann, wir wollen uns mit dem Thema Klimaschutz, Umwelt widmen, Baumpflanzaktionen und so weiter. Und da lade ich Sie alle dazu ein, bringen Sie sich ein. Wir haben mehrere Arbeitskreise jetzt gegründet, die thematisch gestaffelt sind, die thematisch aufgeteilt sind und die Arbeit soll in den nächsten Monaten da losgehen. Erste Termine stehen schon fest. Alle Infos finden Sie, sobald das Protokoll von heute Abend vorliegt, auf unserer Homepage www.flörsheim-dalsheim.de. Und wirklich die Einladung an Sie, bringen Sie sich ein. Es war wirklich ein toller Abend. Viele interessante Meinungen, viele interessante Themen, die auf den Tisch kamen, aber auch vieles, wo wir uns bestätigt fühlen, wo man sagen kann, jawohl, die Ortsgemeinde hat das Thema schon angestoßen und will sich auch weiter in Zukunft einem Thema widmen. Alles in allem ein schöner Abend und ich gehe beruhigt heute Abend ins Bett. Es war wirklich schön, hat Spaß gemacht und will, wie gesagt, Sie herzlich einladen, sich bei der Dorfmoderation zu engagieren. Das soll es von mir gewesen sein. Wir sehen uns bei unserer nächsten Ausgabe von Ihr Ortsbürgermeister informiert. Bleiben Sie vor allem gesund. Schönen Abend. Schöne, gute Zeit. Bis dann. Tschüss.